Hallo Wahe und herzlich willkommen zu einem Reaction-Video auf meinem Kanal. Ihr wisst, sowas mache ich normalerweise nicht, ist nicht so mein Ding. Obwohl ich euch schon immer mal fragen wollte, ob ihr vielleicht Bock habt auf so eine Reaction-Reihe, wo ich auf bestimmte Filmszenen reagiere bzw. darauf eingehe. Darin könnte ich tatsächlich noch einen Mehrwert sehen. Heute geht es aber nicht darum. Heute geht es darum, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Denn völlig aus dem Nichts mache ich sowas natürlich nicht. Es geht mir erstens darum, eure Fragen oder eure Wünsche zu befriedigen, denn ihr habt des Öfteren jetzt schon mal nachgefragt, ob ich irgendwas zum Resident Evil Trailer zur neuen Netflix-Serie sagen kann. Es sind ja zwei draußen, heute geht es erstmal bloß um einen. Und zweitens geht es darum, euch mal Unicorn vorzustellen. Das ist eine YouTuberin, die sich hauptsächlich mit Resident Evil und so Horror-Gaming beschäftigt. Und mit ihr habe ich zusammen einen Podcast aufgenommen. Vielleicht wird noch mehr draus. Der Link ist in der Beschreibung. Also vielleicht werden noch mehr Podcasts draus oder irgendwas anderes. Irgendwelche anderen Kooperationen. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr da mal vorbeigucken würdet. Wie gesagt, Link ist in der Beschreibung und ich dachte mir, zur Feier des Tages reacte ich mal auf ihre Reaction zum Thema Resident Evil Netflix Serien Trailer. Also Intro und danach springen wir herein. So, willkommen zurück. Das Ganze läuft hier anscheinend und wir starten die Showse mal. 7 Minuten 47, mal gucken, was die Gute dazu zu sagen hat. Seit ungefähr einer Stunde ist der Teaser zur neuen Netflix-Serie von Resident Evil online. Und wir schauen den natürlich gemeinsam jetzt an. Wir sind so unterschiedlich, was unsere Upload-Zeiten angeht, oder? Bei ihr ist der Teaser gerade seit einer Stunde online. Bei mir, wenn ihr das Video seht, wahrscheinlich seit 3 Jahren. Hi Korns und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Jawohl, wieder ein Reaction-Video. Gestern hat Netflix angekündigt... Ich brauch auch mal so ein Ansteck-Mikrofon, oder? Ich meine, ihr hört mich ja mega scheiße hier, oder? Der ganze Mikrosound oben, das geht auch nicht, wenn ich die Entfernung habe. Ich brauche mal so ein Ansteck-Mikrofon. Sag mir mal, falls jemand Expertise hat, in welcher Preisklasse man da zuschlagen sollte. Dass heute ein Teaserchen folgen wird zur neuen Resident Evil Netflix-Serie. Ich weiß, wir sind alle wahnsinnig erfreut darüber, dass im Juli eine neue Serie kommt. Die wird sicherlich besser wie die anderen Versuche. Die Hoffnung stirbt zuletzt, Leute. Wir schauen uns jetzt den Teaser an und gucken mal, ob der wirklich jetzt so richtig rausdonnert, was wir uns wünschen. Man hat wirklich, es ist erstaunlich, auch bei mir auch, wenn ich das Ganze abgeschrieben habe eigentlich, man hat immer noch so ein Quäntchen Hoffnung als Resident Evil-Fan, dass irgendwer mal so die Essenz mal wirklich schnappt sich und mal was Vernünftiges draus macht, ja. Es braucht ja bloß ein guter B-Horror-Zombie-Film sein, aber ich weiß auch nicht, woran es hapert. Doch, ich weiß, woran es hapert, aber trotzdem, dieses Quäntchen Hoffnung, es schlummert immer noch im Resident Evil-Herz. Billy, Jade, welcome home. New Raccoon City 2022. Ich weiß nicht, wie andere Reactor das machen, ob die auch alle Sekunden pausieren. Falls es euch auf den Sack geht, tut's mir leid. Aber ich bin jetzt schon ein bisschen pisst. Ich lasse sie nachher auch noch bestimmt noch erzählen. Sie sagt bestimmt dazu auch noch was. Mal sehen, was sie noch hinzufügen kann. Aber erstmal diese fancy konterkarierende Musik geht mir auf den Sack in Trailern. Das ist wirklich overused ohne Ende. Dann New Raccoon City 2022. Ich meine wirklich, wer Umbrella hat auch Old Raccoon City zerstört. Wer baut denn danach New Raccoon City auf? Und wenn ihr euch was Neues ausdenkt, dann denkt euch doch was Neues aus und nennt es nicht genau so wie die andere Stadt. Und vor allen Dingen, ich habe jetzt schon 5 so eine Umbrella-Logos gesehen. Dieses Label mit diesem Umbrella, ich weiß nicht, warum das in den Filmen so unglaublich präsent ist. Das geht mir tierisch auf den Pisser. Du siehst in den ersten 3 Spielen vielleicht 3 Umbrella-Logos zusammengefasst. Ich übertreibe vielleicht mal. Aber wisst ihr, was ich meine? Das ist doch bekloppt. Du siehst doch nicht überall Hexal. Nur weil es eine große Firma ist. Verdammte Scheiße. Ratte wird aggressiv. Die Geschwister. Falls ihr euch fragt, warum die Geschwister People of Color sind, es liegt daran, dass Albert Wesker in der Serie
ein People of Color ist. Ich weiß nicht, wie man das anders aussprechen kann, ohne dass irgendwer auf die Barrikaden geht. Ich habe früher mal gesagt, ein Schwarzer, wurde mir gesagt, ist auch falsch. Warum das so ist, kann ich euch erklären, weil ist so. Ich würde jetzt schon meinen Arsch darauf verwetten, dass es keinen storytechnischen, handlungstechnischen Grund gibt, warum Wesker jetzt von einem schwarzen Schauspieler gespielt wird. Müssen wir wohl so hinnehmen. Hat sich ja auch bestimmt jeder Resident Evil-Fan immer gewünscht, als er Albert Wesker damals gesehen hat im Spiel. Mensch, wenn dieses Riesenarschloch jetzt noch ein Schwarzer wäre, dann wäre es perfekt. London 2036. Okay. Lecker. Kettensäge. Dinge. Bär. Okay, also ich war da jetzt nicht so schlau draus. Es waren jetzt eine ganze Menge Bilder, ne, aneinander geballert. Trailer einmal eins, würde ich behaupten. Dann mal gucken, was er zu erzählen hat. Ich glaube, wir gucken es uns nochmal an, mit ein paar Breaks drin. Oder so. Oder so. Billy Jade, welcome home. Da wird es einfach mal direkt noch gesagt, sodass jeder jetzt rafft, ach, das sind jetzt diese Geschwister von Albert Wesker. Und hier ja, New Raccoon halt City. Das ist halt leider auch für Dumme gemacht. So, ne? Also es ist wirklich auf den DAO angelegt, ne? Auf den dümmsten anzunehmenden Anwender. New Raccoon City 2022. Ja, hier sieht man Umbrella als Blumen. Das ist schon die ganze Anlage. Ja, Forschungslabor ist uns soweit klar. I really think you guys are going to love it here. Alles Umbrella. Die ganze Stadt ist Umbrella. Billy. Ah, da steht Billy drauf. Habt ihr das gesehen auf den Reagenzgläsern? Warte, wo steht Billy drauf? Ah, da. Mhm. Billy und Jade proben. Das andere war dann Albert. Und ein QR-Code. Also, wer kennt das nicht, ne? Leute, die, also gerade Firmen, die so ganz geheime Experimente durchführen, die machen meistens auf ihren Proben QR-Codes. Ja, und dann kannst du den einscannen und dann kannst du bei Wikipedia durchlesen, wer die Testperson ist und so weiter und so fort. Ist logisch. Ist logisch. Es ist wirklich für den Dümmsten gemacht. Aber, ey, falls Leute unter euch sind, die im Labor arbeiten, könnt ihr mir ja vielleicht mal in die Kommentare schreiben, ob auf euren, selbst wenn es nicht streng geheime Militärprojekte sind, sondern einfach bloß interner, ne? Projekte, wo nichts nach außen dringen soll, ja, Betriebsgeheimnisse, ob da QR-Codes drauf sind, ob man das verwendet tatsächlich. Steht Jade drauf und Billy, also das sind wahrscheinlich Blut so Reagenzgläser. Und unten ist doch ein großes J und ein großes B. Damit auch jeder in diesem Frame rafft, worum es geht. Na gut, die Bilder standen ja auch alle bloß für 30 Sekunden, für 5 Sekunden. Ist vielleicht gar nicht so dumm. Blut so Reagenzgläser, wo man so Blut nimmt und dann damit experimentiert oder so. Eine scheint krank zu sein. Umbrella ist joy.com. Mhm, wahnsinnig Joy. Mhm. Die hat so einen futuristischen Look. Das gefällt mir jetzt wieder nicht, wenn man so eine abgefahrene Frisur hat. Das ist so futuristisch. Das gefällt mir irgendwie gar nicht so. So abgefahrene Frisuren, keine Ahnung. Worauf Frauen achten, oder? Aber es stimmt schon so, ne? Ich meine, sie ist da anscheinend in London unterwegs. Das Szenario mit London finde ich gar nicht mal so schlecht. Ist da in London unterwegs und hat sich ja survivalmäßig ausgerüstet. An ihrer Stelle hätte ich mir halt die Haare einfach irgendwie auf Schulterlänge abgeschnitten oder sowas. Aber ganz. Ist halt einfach mega hinderlich, als Lady so einen Haarpracht zu tragen, wenn man einfach mal in Combat ist, ne? Das hier sieht jetzt wirklich aus wie, ja, die Welt ist am Arsch einfach. Das sieht vor allen Dingen aus wie, ja, nichts hiervon ist irgendwo ein Studio, eine Kulisse oder sowas. Das ist einfach nur hässlichstes Greenscreen-CGI. Hier ist die Frau unten echt und das war's. Der Rest kommt aus dem Rechner. Aber, Leute, an der Stelle möchte ich sagen, es sieht immer noch besser aus als alles, was wir in den im letzten Film gesehen haben. Deswegen, okay, ich schluck das. Nehme ich hin. Geht schlimmer, so, ne? Aber dieser Frame ist halt einfach ein Paradebeispiel dafür, wie Netflix in letzter Zeit so
Blockbuster produziert, ne? Zum Glück haben sie sich nicht The Rock rangeholt, sonst wäre Resident Evil Raccoon City oder wie die Serie heißt, wahrscheinlich die teuerste Resident Evil Serie aller Zeiten geworden. Und dann hätten sie damit noch Werbung gemacht. Und spielt in London 2036. Also das ist schon so ein, ja, so ein postapokalyptischer Film, beziehungsweise Serie, meine ich. Was nicht schlecht ist, entfernt euch ein bisschen weiter von dieser Urlore, von den Urspielen und erzählt eine eigene coole Geschichte. Was weiß ich, die eine Schwester muss die andere retten. Sowas. Damit kann man erstmal ganz viele Fettnäpfchen vermeiden und man kann ein Szenario schaffen, was für sich steht und kann da die ganzen Viecher reinpacken und alle, ja, das Look and Feel und die ganzen, das, ja, das, was Resident Evil quasi so ein bisschen ausmacht. Ja, das ist vielleicht gar nicht mal die dümmste Idee, einfach zu sagen, komm, hier spielt in the future. Liebe. Atombombe vermute ich mal, ist da gezündet worden oder irgend sowas, ist dann richtig, oder? Okay, das, was könnte das sein, diese Frau hier? Mit dem roten Laser. Wie heißt denn die Alte aus dem fünften Teil, die mit Wesker da rumpimpert, rumeiert? Wie heißt die denn? Ihr wisst, wen ich meine, ne? Fünfter Teil. Haben wir ja alle liebend gern bis zum Schluss gespielt. Keine Ahnung. So eine ederartige Frau, was du brauchst. Was dieser Kack Teddy soll, weiß ich auch nicht. Ich sag mal, Leute, wenn ihr einen Horrorfilm macht, haut da keinen Humor rein. Das können ganz wenige. Horrorkomödien können ganz wenige. Sam Raimi und das war's. Also lasst es doch einfach sein mit dem Scheißhumor. Macht doch mal einen bitterbösen, ernsthaften Horrorfilm. Oft habe ich das Gefühl, dieser Humor ist denn nur drin, um zu sagen, ja, zwinker, zwinker, wir nehmen uns selbst aber auch nicht ernst. Ja, dass ihr die Resident Evil Marke nicht ernst nehmt, das haben wir mittlerweile verstanden. Lasst doch mal diesen fancy Millennial Scheißhumor da raus, Alter. Mann. Oh, Juli erst. Bis dahin ist das Video draußen. Also auch beim zweiten Schauen werde ich nicht unbedingt schlauer daraus. Nee. Es ist halt, denke ich, Action. Ich denke, es wird wieder Action sein. Übertriebene Action. Vermute ich jetzt einfach mal. Behaupten? Weil es ist so Post. Sah ein bisschen mehr aus wie Doomsday, falls ihr den kennt. Wobei Doomsday witzig ist und Spaß macht. Aber aufpassen, Trailer sind oft auf Action geschnitten. Selbst Blade Runner 2049 ist auf Action geschnitten. Und da sind dann alle 30 Sekunden Action, die im Film sind, im Trailer. Da würde ich noch nicht drauf tippen, dass das actionlastig wird, weil eben Trailer eben das machen soll, Aufmerksamkeit erwecken und da haut man dann eben lieber schnell Action raus. Ich meine, das Ding ist ja auch bloß actionreich, weil man hier staccatoartig Schnitte ansetzt. Ne? Das heißt ja noch lange nicht, dass die einzelnen Sequenzen actionreich geschnitten sind im fertigen, in der fertigen Serie. Vermute ich jetzt einfach mal, weil es ist so postapokalyptisch, ganz klar angedeutet, Massen von Zombies. Eher weniger Szenen, in denen ich mich jetzt gegruselt habe, wo man irgendwie mal irgendwas Gruseliges gesehen hat. Ich kann aus diesem Teaser jetzt... Ist natürlich halt auch schwer, in so einer Minute 30 oder was der Trailer dauert, jetzt Suspense aufzubauen. Also kann ich schon verstehen, dass man da eben nichts Gruseliges einbaut. Aber andererseits gibt es auch Trailer, die gruselig sind. Stimmt schon, also man kann das schon machen. Man kriegt das schon hin, wenn man denn möchte. Wenn man denn die Vorlage dazu hat, ne? Das Material dazu. Würde ich jetzt sagen, dass uns wieder etwas erwartet, was ja vielleicht so in die Resident Evil 6 Richtung geht. Also das, was wir eigentlich alle nicht wollen. Interessant fand ich die Reagenzgläser von Weskers Töchtern, Jade und Billy. Warum er das gemacht hat, also der hat da bestimmt wieder irgendeinen Schabernack im Kopf, ganz klar, hat mit denen irgendwas experimentiert. Nur was ist hier die Frage? Und eine der beiden Töchter ist diese Badass-Frau, die sich da durchmetzelt und eine von beiden wird wahrscheinlich halt krank sein oder vielleicht irgendwie infiziert worden sein. Vielleicht ein gescheitertes Ergebnis à la Lisa Trevor. Wenn es so wäre, fände ich es ja schon irgendwie cool. Aber warten wir es einfach mal ab. Ich kann jetzt... Ja, wie ich quasi auch vermutet habe. Ne? Also ihre Einschätzung ist ja da dieselbe, dass es vielleicht in die Richtung geht. Eine will die andere retten. Boom. That's your story. Keine große Konzernscheiße, nicht groß aufblasen, nicht übertreiben. Nicht hier noch Subplot, Subplot, Subplot und Verschwörungstheorie hier und da. Nein, eine Frau will eine andere Frau retten, weil sie ihre Schwester ist. Das wäre doch schon mal für eine sechsteilige Serie. Oder wie viele Teile die hat. Einfach mal ein Aufhänger, der auch funktioniert. Und der das Ganze nicht auf lächerlich aufbläst. Macht es doch so. Ich hoffe, dass es so kommt. Nicht übertreiben. Und dann packst du da die Licker rein, die Spinnen rein,
Es gibt noch einen zweiten Trailer, den habe ich schon gesehen, da sieht man dann auch so einen Wurm und so weiter. Packt doch das alles da rein, alles was Resident Evil ausmacht, diese Mutation, das Feeling, ja, und diesen Survival-Aspekt ganz einfach, dass sie sich da eben durch diese Stadt kämpfen muss. Macht das New Raccoon City, streich das, lass das in den ersten 10 Minuten stattfinden und dann hast du noch eine Geschichte, die du erzählen kannst in einem Resident Evil-Universum mit diesen Mutationen, zwei Frauen, Fokus darauf, nicht aufblasen. Wird natürlich nicht so passieren. Ich kann jetzt mit dem Trailer tatsächlich gar keine Tendenz einschätzen. Mehr kann ich tatsächlich gar nicht sagen. Auf jeden Fall Umbrella ist am... Ja, ich auch nicht. Deswegen, wir sind bei 5 Minuten 31. Wenn ihr euch den Rest vom Video angucken wollt, geht auf ihren Kanal, guckt da doch mal rein. Sie hat auch noch eine längere Analyse zu den ganzen Sachen rausgepackt, 37 Minuten. Haut euch die auch noch mal um die Ohren. Und wenn ihr Bock habt, uns beide quatschen zu hören, dann guckt doch in den... Hört... Podcast. In der Beschreibung ist der Link zur ganzen Showse. Schreibt mir in die Kommentare, liebe Laboranten, wie viel QR-Codes ihr auf euren geheimen Projekten zu kleben habt. Und sagt mir, ob ihr vielleicht Bock habt, tatsächlich mal auf so einer Reaction-Reihe, wo ich aber wirklich so Filmszenen kommentiere, auseinandernehme, darüber rede. Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, oder? Also, Reactions an sich sind ja kacke, aber da sind wir... noch in unserem Kosmos hier zum Thema Film und man kann sich mal wirklich fokussieren auf so 5 Minuten und nicht auf 2 Stunden, ne, wo man den ganzen Film runterdampft auf ein 4-Minuten-Video. Lange Rede, kurzer Sinn, ich hau rein.